Hallo, in dem heutigen Video geht es um das Thema Zahnpasta. Jeder kennt das Thema, man benutzt eine Zahncreme, Zahnpasta, wie auch immer, drückt, drückt, drückt und irgendwann ist es so leer, beziehungsweise scheint so leer zu sein, dass man nichts mehr rausbekommt, obwohl da noch was drin ist. Da habe ich dann einen kleinen Trick oder einen Tipp. Das sind diese ganz normalen Verschlussklammern, die man aus der Küche kennt. Die kann man dann gut einsetzen dafür. Das heißt, die Tube sollte, ich sag mal so, ein Drittel auf jeden Fall schon mal leer sein. Dann nimmt man sich die Tube und drückt erstmal alles schön runter. Alles schön runterdrücken, soweit wie es geht. Wenn ihr das soweit gemacht habt, lässt ihr die am besten ungefähr 2 Minuten stehen. Nach den 2 Minuten wird das nochmal einmal runtergedrückt alles. Und dann wird die Klammer da angesetzt, wo ihr halt meint, dass sie halt bis hier geht, noch die Zahnpasta. Sieht dann so aus. Durch diese Klammer haben wir jetzt den hinteren Teil einmal abgeklemmt. Das heißt, beim Drücken kann sich keine Zahncreme mehr, die dann oberhalb des Fingers sozusagen sich abgesetzt hat, nicht mehr nach oben fließen. Das heißt, sie fließt nur noch bis zur Klammer und zurück sozusagen. Und dann hat man halt den kleinen Vorteil, dass dieser Zwischenraum komplett abgedeckt wird oder abgetrennt wird und man dadurch halt auch etwas länger von der Zahnpasta etwas länger hat. Und ja, das ist mein kleiner Trick für euch. Und ja, einfach mal ausprobieren und bis zum nächsten Mal.